Also wenn du das nochmal umdrehst, dass man das lesen kann. Ja, wir haben jetzt gerade die Presse hier, die gerade fleißig Fotos von uns macht. Und deswegen haben wir hier so ein... Ja, Sitzmühle. Wir haben noch ein bisschen Platz auf dem Sofa, wenn noch jemand mit da rein möchte, dann können wir das gerne machen. Sehr genau. Schön. Ja, alles klar. Ich habe es ja auch im Gegenteil an der Schule. Ganz genau. Wir sind auch bis Samstag, wir sind zwar hier. Ja, tschüss. Wir sehen uns. Ja, das wird dazu klar. Macht ihr noch eins zum Twitter? Bitte? Noch ein Bild zum Wegtwitter? Ah, ja, dass wir jetzt. Das kann man so, ja. Alles schön mit musikalischer Untermalung hier vom Nachbarstand. Ihr seht aber mein Vater, der toll zusammen. Ich habe hatte gestern so eine Sache gemacht, die sind nicht wählen, das ist kein Protest, nur kleine Parteien hier irgendwie drückt das wirklich aus. Und er hat gerade eben angerufen, hat gesagt, die rennt bei Facebook richtig gut. Also irgendwie mit 1000 Leuten verteilt haben und so. Und jetzt war der überlegen, ob wir da nochmal was nachlegen können, als Arbeit zu müssen. Es gibt, es wurde gestern noch ein Video von ja. Wo er nochmal dazu aufruft, ihr müsst eure Eltern aufnehmen. Ja. Müsst ihr noch wieder zu eurer aufnehmen? Jetzt müsst ihr eure Eltern aufnehmen. Darum will ich jetzt hier nach. Das ist dann so, Leute, über 10% bei den U18 ja. Mal. Das kann doch nicht sein. Mobilisiert eure Oma. Ja. Gut, also der will sich die Frage angucken, der hat entgegen. Ich habe vorhin drauf gesessen. Den Computer mit den Fragen quasi. Mein Laptop, ja? Schön, wenn er noch hier wäre. Der hat nicht jemand mitgenommen, das. Ist der Stream denn jetzt an? Ja. Der Stream ist, glaube ich, schon an. Ja. Der sollte an sein, ja? Oben müsste an sein. Das war es schon zumindest. Ja, hallo, schönen guten Tag und willkommen bei unserem Stream. Es hat sich leider ein bisschen verzögert, weil wir noch aufgehalten wurden von Journalisten, die Bürgern, die Fragen gestellt haben und technischen Schwierigkeiten. Ja, ich würde vorstellen, dann können wir auch gleich anfangen. Wir suchen uns eben noch raus, was für Fragen im Pad reingekommen sind. Und ins Pad könnt ihr auch gerne Fragen schreiben. Weißt du zufällig die Adresse vom Pad aus? Diesen Punkt hier warten hält rollendes genau, wir sind nämlich auf dem rollenden Sofa. Das heißt, wenn ihr euch rollen wollt, das Hemmungslos, das ist ein Piraten, können wir auch umgehen. Also, hier haben wir was. Diese Frage passt zwar nicht ganz in das Thema von Frau Hofuhn, aber ich würde gerne Feedback von der politischen Geschäftsführerin haben. Wie wollen Sie die Außendarstellung und die Pressearbeit der Piraten verbessern? Ja, wie wollen wir die Außendarstellung und die Pressearbeit nach außen verbessern? Ich glaube, das Beste sind einfach gute Aktionen. Also das heißt, gute Politik machen und viel darüber reden. Wir haben bereits viele Landtagsfraktionen, die ganz viele tolle Anträge gemacht, die leider oft nicht durchkommen, weil sie in der Minderheit sind. Allerdings haben wir in Schleswig-Holstein so eine besondere Situation, dass es da recht knappe Mehrheiten gibt. Das heißt, und da sind tatsächlich viele Anträge von den Piraten auch durchgekommen. Da gibt es beispielsweise Anträge, die dazu geführt haben, dass die schleswig-holsteinische Landesregierung im Bundesrat anders gestimmt hat bei Überwachungsgesetzen, als sie das ohne uns gemacht hätte. Bei der Änderung des Telekommunikationsgesetzes beispielsweise ging das sich zusammen mit Frau Reier auf eine Verfassungsbeschwerde eingelegt.
überlegt habe. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach lernen, dass wir nicht, also dass die Bürger und die Presse nicht in der Hohlschuld sind, sondern dass wir in der Bringschuld sind bei der Kommunikation. Das heißt, wenn wir gute Sachen machen, müssen wir viel mehr darüber reden. Wir müssen unsere Pressearbeit auch dahin gehen, besser aufstellen. Das ist meine persönliche Meinung. Das Mitglied des Bundesvorstands, dass wir einfach auch Leute einstellen. Denn momentan darf man nicht vergessen, dass das zu 99% Ehrenamt ist. Wir haben eine voll bezahlte Pressesprecherin, die hat jetzt noch eine Halbzeitstelle bekommen als Presseassistentin. Das ist, wenn man das mal mit so einem riesigen Parteiapparat wie der SPD, CDU und der Linken vergleicht, einfach ja. Nicht vergleichbar, aber das ist auch nicht schlimm. Wir haben super viele Ehrenamtliche, aber ich glaube, wir brauchen halt schon noch ein paar Stellen, auch um Ehrenamtler zu entlasten. Wir müssen natürlich auch lernen. Das heißt, wir hätten, glaube ich, im Wahlkampf, das ist jetzt so eine kleine Manöverkritik von mir, auch an mir selbst, wir hätten mehr öffentlichkeitswirksame Aktionen machen können. Wir haben vielleicht zu sehr darauf vertraut oder geglaubt, dass wir halt gute Sachen im Programm stehen haben. Da stand halt schon immer drin, dass wir gegen Überwachung sind. Und sowas wie NSA-Skandal, das hätten wir niemals mit uns machen lassen, wenn wir im Bundestag oder im Landtag drin gewesen wären und über diese Gesetze hätten abstimmen können, über diese Verträge mit einem. Ja, und das Problem ist aber, dass Öffentlichkeitsarbeit halt auch so funktioniert, dass man manchmal plakative Aktionen machen muss. Nichtregierungsorganisationen machen das ganz gut, weil andere Parteien können im Wahlkampf dann halt Anträge stellen und haben dann auch Mehrheiten und die kommen dann durch und können kleine Anfragen stellen. Das sind alles Dinge, die können wir als außerparlamentarische Opposition im Bund leider noch nicht machen. Und deshalb müssen wir halt zum Teil, glaube ich, uns auch daran orientieren, die erfolgreiche Bewegung Öffentlichkeitsarbeit machen. Ich fand die Drohne war eine gute Aktion, die wird auch ein bisschen kontrovers gesehen. Also kurz zur Erklärung. Bei einem Besuch der Bundeskanzlerin, bei so einem Wahlkampftermin, gab es ein Ratsmitglied, dass eine Drohne kurz vor Angela Merkel zur Landung gebracht hat. Und das hat eigentlich vorgeführt, wie sinnlos dieser ganze riesige Überwachungsapparat ist. Wir haben eine totale Überwachung des Internets, aber trotzdem kann jeder, der möchte, einfach eine Drohne kurz vor die Bundeskanzlerin. Ja, genau, das ist vollkommen widersinnig. Gleichzeitig haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass das Verteidigungsministerium Drohnen für eine 500 Millionen gekauft hat, die nicht mal fliegen können. Eiskalte Steuerverschwendung, würde ich sagen. Gleichzeitig haben wir noch das Thema dadurch in die Medien gebracht, dass Drohnen mittlerweile als Tötungsmaschinen eingesetzt werden. Das heißt, die USA führen mittlerweile Krieg, ohne Krieg erklärt zu haben, in Ländern, in denen sie eben Drohnen, militärische Drohnen einsetzen. Die Bundesregierung plant eben auch, dass die Bundeswehr so etwas macht. Also wir strikt gegen. Und so eine Aktion, also so eine einfache Drohne, hat dazu geführt, dass wir diese Themen in der Öffentlichkeit platzieren konnten. Ich glaube, solche witzigen, kreativen Aktionen brauchen wir mehr. Also auch wenn man vielleicht sagt, das ist, also wir hatten halt auch die Kritik, dass es ein bisschen eine Spaßaktion wäre, aber der Hintergrund ist ziemlich ernst. Und wenn wir es hinkriegen, über solche Aktionen unseren Hintergrund, unseren ernsten Hintergrund, unsere ehrlichen Anliegen besser zu platzieren, dann können wir auch besser finden. Und ich glaube, da waren noch ein paar Aktionen, die wir wirklich gut gemacht haben. Irgendwie, da war zum Beispiel die Melanie Karkowski in NRW, die ist unter Tage gefahren, irgendwie NRW so als Bergbauland. Und dann haben sie gesagt, irgendwie, bei allem, was jetzt rauskommt, bin ich ja nur noch unter Tage vor der Überwachung sicher. Und ist dann halt in Bergmannskittel irgendwie in die Steuern reingefahren. Fand ich, war auch eine ziemlich klasse Aktion. Wo man halt sich irgendwie, wenn man so richtig Bilder präsentiert und da richtig rausgeht, auch vielleicht ein bisschen überzeichnet, dann, das ist dann attraktiv, irgendwie darüber zu berichten. Insofern würde ich dir zustimmen, irgendwie mehr so Aktionsformen und darüber berichten. Und vielleicht auch in die Richtung mit eigenen Vorschlägen vielleicht noch mehr in die Debatte zu gehen. Ich glaube auch, dass wir mehr proaktiv was machen müssen, dass wir vielleicht noch ein bisschen rechtzeitiger mit manchen Sachen in der Presse sein müssen, als wir es bisher gemacht haben. Ja, also gerade bei öffentlichkeitswirksamen Aktionen und vor allem Bildern. Also die Medien funktionieren ganz viel über Bilder. Haben wir auch dazu gelernt. Also gerade vor, ich glaube, anderthalb Stunden wurde unsere Massenverfassungsbeschwerde gegen das neue Telekommunikationsgesetz in Karlsruhe übergeben. Und natürlich hätten wir das auch machen können, ohne die Presse einzuladen, aber es ist einfach ein Bild. Also wenn man sieht, wie viele Ordner, das sind mit Vollmacht von unseren Anwalten, wie viele Leute
uns ihr Mandat gegeben haben, dass unser Anwalt sie da auch vertritt. Ja. Das macht was her. Und viele, also ja, Öffentlichkeitsarbeit funktioniert über Bildern. Wir müssen halt vielleicht auch anfangen, mehr in Bildern zu denken. Ja. Ja, wir haben ja zum Beispiel jetzt auch hier in Gießen und in anderen Städten war das ja auch so. Bezüglich der Überwachung haben wir Briefe zugeklebt, wieder aufgerissen, genau, einen Flyer reingesteckt und wo dann gefragt wurde, warum ist denn Ihr Brief eigentlich offen? Ja, das fragen wir uns bei Ihren E-Mails auch. Ja, und das ist genau diese Bildsprache, die wir wirklich vermehrt brauchen. Und wer auch immer auf diese Idee ursprünglich gekommen ist, gut ab. Ja. Mehr davon bitte. Gut, dann genau. Stelle ich einfach mal die nächste Frage. Und zwar bezieht sich diesmal auf die Netiquette und den Umgangston innerhalb der Piratenpartei. Ganz konkret wird hier über die Mailinglisten gesprochen. Also warum wird sich da so gebasht und trotz der kontroversen Diskussionen, der Umgangston ist einfach nicht so, wie er sein sollte. Was werden wir dagegen tun? Ja, es gibt solche Mailinglisten und solche, genauso wie es solche Partys gibt und solche. Es ist manchmal so, dass es Leute gibt, die nicht verstehen, wo die Gürtellinie beginnt und was man auf Mailinglisten unterlassen soll. Es hängt teilweise damit zusammen, dass eben nicht jeder mit dem Kommunikationsmittel E-Mail, also über Mailingliste vertraut ist, also Gruppendiskussionen über Mail, dass Ironie oft nicht verstanden wird, beispielsweise, dass man grundsätzlich sehr vorsichtig sein muss, also eher positiv formulieren sollte. Und das ist eine Sache der Etikette, die lernt man mit der Zeit. Das ist halt ein schmerzhafter Weg. Andererseits ist es so, dass wenn Leute wirklich hören, wenn Leute massiv beleidigen, dann muss man sie eben auch darauf hinweisen, erst freundlich, dann nachfolgend. Und dann muss man sie auch anhalten, wenn sie Arbeitsgruppen, also wenn sie nicht zu Arbeitsgruppen beitragen, sondern sie behindern. Aus meiner Sicht muss man ihnen auch sagen, bitte gehen. Und wir haben, glaube ich, in den letzten 2 Jahren, in der Zeit des krassen Wachstums, hätten wir an manchen Stellen schneller sagen sollen, bitte gehen. Weil, Diskussion, eine Gruppenarbeit, bei der jeder den gleichen Raum hat, um sich zu beteiligen, funktioniert eben nur, wenn wir Selbstdisziplin, wenn wir vernünftig miteinander umgehen und wenn Leute das nicht können und nicht bereit sind, das zu lernen, das zu wollen, muss man ihnen aus meiner Seite auch die Tür zeigen. Ich glaube, man muss auch gucken, dass Mailinglisten an irgendwelchen Stellen auch an ihre Grenzen stoßen. Also, dass wir sehr, sehr viel Kommunikation über die Mailinglisten machen, aber wir im Grunde auch ein Stück weit zu viel zeitlichen Einsatz unserer Mitglieder verwahren. Das ist von der Menge der Informationen, die auch in einem passiert, halt sehr, sehr viel. Und das, was relevant davon ist, ist halt wieder nur ein Bruchteil. Und welcher Bruchteil das ist halt auch dann nochmal von jedem Einzelnen abhängig, irgendwie, was da besonders interessant ist. Insofern glaube ich, ist es vielleicht auch, müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass wir nochmal andere Werkzeuge finden, die halt da nochmal zusammenfassen, was tatsächlich wichtig ist. Dass man neben Mailinglisten, also das Mumble, finde ich, ist ein großartiger Ort, weil Mumble immer, da sind immer Leute aktiv, man kann sich immer direkt austauschen. Wir sind zwei Kultur Leute, bei Mumble ist es halt sehr viel besser. Gerne auch so. Und ich glaube, dass halt auch solche Sachen wie Wiki-Arguments oder sowas, dass man da halt auch ein Stück weit die Funktion von Mailinglisten ersetzen kann. So, jetzt haben wir Interesse hier gerade, wir müssen uns doch gerade mal organisieren. Ja. Wir wollen nicht ins Netz. Achso, wollt ihr denn Fragen stellen? Ihr könnt anonym aus dem Off Fragen stellen. Genau. Also wir verraten auch nicht, dass da rote SPD-Ballons dabei sind. Ja. Wir haben hier von Knall gesehen, da sind wir eben vorbeigelaufen und haben also gesehen, wie das ist. Okay. Ja, bin ich. Wie war's? Bei TV Total meinst du? Ich war natürlich total aufgeregt. Ja. Ja, wärst du nicht, wenn du im Fernsehen wärst? Ja. Nee, aber war eigentlich nett, war interessant. Ja. Das war die Sache der Krypto-CD für Stefan Raab, ne? Ja genau, ich war bei TV Total. Am Montag war das, ne? Genau. Und ich habe Stefan Raab eine Krypto-CD mitgegeben. Das ist eine Verschlüsselungssoftware drauf. Das ist zum anderen.
Wir haben die Sendung gehackt. Ich bin jetzt kopiert und ganz groß sind und dann hinterher verschlüsselt direkt. Ja, die CD, habt ihr eine Krypto-CD hier? Ja. Nee. Aber man kann sich den Inhalt auch im Netz runterladen unter kryptoparty.de, Krypto mit K. Kryptoparty.de. Ja. Hat jemand einen Stift? Können wir dir gleich aufschreiben, wenn du 5 Sekunden wartest? Oder kannst du, Sascha, kannst du ihm das aufschreiben? Kryptoparty.de? Ja, findest du halt alle Sachen. Die man braucht, anonym surfen, E-Mail-Verschlüsselung und Anleitung. Alles kostenlos. Was würde das kosten, wenn man es kaufen würde? Das ist kostenlos, das ist freie Software, das ist kostenlose Software, die haben wir nicht selbst entwickelt, sondern die wird quasi von so einer internationalen Entwickler-Community entwickelt. Und im Unterschied zu beispielsweise Microsoft oder Apple ist es so, dass der Code, also so der Zahlen, also die Programmiersprache, da kann jeder reingucken. Das heißt, wenn da eine Hintertür für irgendein Geheimdienst wäre, würden das Leute sehen. Und die würden das auch öffentlich machen. Und deshalb ist das eher sicherer als andere Sachen. Und bei der Verschlüsselung ist es tatsächlich so, dass also es wurden jetzt auch so Budgets von der NSA geleakt, wie viele Millionen die ausgeben, um die Verschlüsselung zu knacken, die gerade in diesem Programm eingesetzt wird, und die investieren mehrere 100 Millionen Euro da rein, um das zu knacken, und die schaffen es nicht, weil das halt das ist halt Mathematik, ne? Die brauchen unglaublich viel Rechenkapazität, um das zu nehmen. Das kriegen die nicht hin. Sehr gut. Und bei nicht offener Software ist zum Teil dann schon bekannt, dass da Hintertüren eingebaut sind. Das ist halt auch ganz wichtig. Wenn man halt Microsoft Outlook zum Beispiel einsetzt, dann ist halt bekannt, dass Microsoft da eine Hintertür eingebaut hat. Das ist doof, kaputte Software auszuliefern. Bei BitLocker auch. Das ist dann verschlüsselt. Ja, das Problem ist ja auch, wenn da so eine Hintertür für eine Geheimdienst ist, weiß man ja auch nicht, ob jemand anders diese Hintertür nicht auch gefunden hat. Also irgendwelche Leute, die Wirtschaftsspionage, die Daten sammeln und weiterverkaufen wollen. Kriminelle. Weiß man nicht. Habt ihr noch Fragen? Jemals, was euch interessiert? Alles klar. Ist dir irgendwas aufgefallen? Hat er gelaufen oder so? Nein, der war total nett. Ja, ich wollte so in der Werbung. Ja, in der Werbung ist es so, dass meistens im Fernsehen ist es so, wenn die Werbung kommt, dann kommen meistens irgendwie so Leute auf die Bühne, die dann so das Glas nachfüllen, so ein bisschen nachpudern, alles so zurechtrücken und so. Und das passiert in der Werbung. Also wenn das eine Live-Sendung ist, weil TV Total ist es so, dass es ja auch nicht live ist, es ist vorher ausgezeichnet. Aber die unterbrechen trotzdem an der Stelle, wo Werbung ist. Ja. Also, wie viele wollen das aufzeichnen? Nee, ich glaube so zwischen 17 und 18 Uhr, also ein paar Stunden vorher. Ja. Ist das Studio angerufen? Das Studio ist jetzt angerufen. Das Studio ist total lustig, die haben überall so Schilder, ihr kennt ja diese Verbotsschilder, wo normalerweise draufsteht so Handy verboten, und dann haben die das halt ohne dieses verboten Ding und dann so alle möglichen Sachen drauf, so Handy, also halt schon ein bisschen lustig. Ja, also... Gut, dann stelle ich mal die nächste Frage am besten. Ja, ich wünsche euch was. Ciao. So, die nächste Frage. Ihr müsstet doch durch Prism, also wir bleiben bei der Überwachung, bei 30% stehen, aber es sind nur 3 Runden. Warum? Angriff der Fang ruhig an. Also. Ja, also natürlich ist es so, dass wir uns gewünscht hätten, dass wir viel stärker durch den NSA-Skandal profitieren. Aber ich glaube, viel stärker noch, als wir uns wünschen, ein Parlament zu kommen, wünschen wir uns, dass die Politik sich ändert. Das Problem ist nur aus meiner Sicht, dass sich jetzt ganz viele Parteien hinstellen und sagen, die böse NSA oder die böse Bundesregierung. Und dabei vergessen wird, dass das eigentlich die Leute sind, die selber die Verträge mit unterzeichnet haben mit den ausländischen Geheimdiensten. Das heißt, die SPD hat mit Steinmeier Verträge mit den USA, mit der NSA unterzeichnet. Die wussten, was da läuft. Die Regierung Merkel wusste auch, was da läuft. Und wenn die FDP sich als kleiner Koalitionspartner hinstellt und nein, Gott, ihr konntet ihr nur, wir sind doch die Bürgerrechtspartei, das sind die Leute, die mit an der Regierung sind. Die Justizministerin von der FDP hätte davon gewusst haben müssen. Ansonsten fragt mich halt auch, was das für eine Regierung ist.
wir hätten davon mehr profitieren können, vielleicht, weiß man, es ist, ich meine, im Endeffekt ist es halt, das ist in jedem Fall, glaube ich, um zu fragen, woran es vielleicht liegt, also man muss die Bürger fragen, woran es liegt. Und ich glaube, bei vielen ist es so, dass ich im Gespräch festgestellt habe, dass viele sich ein bisschen überwältigt fühlen. Viele glauben gar nicht daran, dass man wirklich etwas ändern kann. Sie sagen, ja, das ist ja etwas, das in den USA passiert. Das heißt, das ist ein US-Geheimnis. Das können wir mit deutschem Recht ja gar nicht beeinflussen. Selbst auf EU-Ebene können wir da nichts machen. Wir machen das doch sowieso und wir können da gar nichts ausrichten. Aber das sehe ich eben anders. Ich glaube, wir können politisch hier schon ein Zeichen setzen, dass wir etwas ändern wollen. Man kann ja nicht, also man darf ja nicht vergessen, die Piraten gibt es nicht nur in Deutschland, wir sind eine internationale, eine globale Bewegung. Wir werden auch zu den Europawahlen in fast allen EU-Mitgliedstaaten antreten. Und wir wollen einfach einen grundsätzlichen Wandel der Politik und wenn die EU als Ganzes sich hinstellt und sagt, liebe USA, so nicht, so geht es nicht, dann kann man etwas bewegen. Wenn man auch sagt, wir wollen freie, offene Software, die abhörsicher ist, weil, ja, nicht total abhörsicher, aber immer noch abhörsicherer als Sachen mit einer offensichtlichen Hintertür fördern, dann hat man die Wahl. Man hat die Wahl, ob man die komplette Infrastruktur auf freie Software umsetzt, umstellt oder ob man immer noch Systeme mit Hintertüren setzt. Das sind Entscheidungen, die kann man politisch treffen. Ich glaube schon, dass man politisch da etwas bewegen kann. Für uns war es einfach auch extrem schwer, als kleine Partei sich in dieser Diskussion zu positionieren, in der Debatte, die wenig polarisierend war. Das heißt, bei den Internetsperren 2009 war es so, dass es da ganz klare Pole gab. Fast alle waren für Internetsperren und die Piraten waren dagegen. So, da gab es Reibungskonflikte, da gab es ganz klare Fronten. Da muss man, wer dafür und dagegen ist. Jetzt beim NSA-Skandal ist es so, dass alle irgendwie dagegen sind. So, und man fragt sich, okay, wenn alle irgendwie dagegen sind, warum steht denn überhaupt an dieser Stelle hier? Und das ist eben der Unterschied zu 2009, glaube ich, diese fehlende Polarisierung, was ja auch so Charakteristika des ganzen Wahlkampfes ist. Also wir reden über Stinkefinger und nicht über Datenskandale. Wir reden über Stinkefinger und nicht über Mindestlohn, über prekäre Arbeitsverhältnisse. Ich finde das ganz schön merkwürdig. Es wird mehr über Wahlkampfstrategien berichtet als über Inhalte. Das nervt mich halt als Bürger. Also nicht nur als Mitglied einer Partei, sondern halt auch als Bürger. Ich möchte im Wahlkampf, dass die Parteien sich inhaltlich miteinander auseinandersetzen und nicht darüber diskutiert wird, wer den besten Wahlkampf hat. Alles klar. Wir bleiben nochmal beim Überwachungsskandal, aber diesmal, warum man von uns da so wenig zuhört. Ja, wir haben tatsächlich extrem viel gemacht beim NSA-Skandal. Wir haben, während bei anderen Parteien sich einzelne Politiker natürlich hingestellt haben und pressewirksam alles Mögliche gefragt haben, war es so, dass bei uns eine ganze Partei aufgestanden ist. Das heißt, mit einem Mal war es auf den Mailinglisten sehr, sehr viel ruhiger. Man hat, also ich habe kaum noch irgendwo Streit gelesen. Die Leute haben sich zusammengerissen. Die Leute haben sich darauf zurückbesonnen, wofür wir eigentlich angetreten sind. Und das war, glaube ich, etwas ganz Wichtiges für uns selbst als Partei auch. Und wir haben flächendeckend Demonstrationen organisiert. Wir haben Petitionen mit mehreren 10.000 Unterstützern gesammelt. Wir haben flächendeckend in ganz Deutschland, auch in Flächenländern, Verschlüsselungsworkshops mit Bürgern gegeben, bei denen wir den Bürgern helfen, sich vor übergriffigen Geheimdiensten zu schützen, wenn die Politik sagt, ja, das ist nicht meine Angelegenheit und nicht so viel, weil wir eben noch nicht in den Parlamenten das Daten zu haben. Wir haben uns auch politisch mit unseren Forderungen positioniert. Wir haben tatsächlich viel gemacht. Also ich glaube, ich habe allein zum NSA-Skandal, ich glaube, 4, 5 Gastbeiträge geschrieben in unterschiedlichen großen Medien auch. Anke Domscheit-Berg und ihr Mann Daniel Domscheit-Berg waren eigentlich in allen großen Talkshows vertreten zum NSA-Skandal und haben als Piraten darüber gesprochen. Ich war auch beim Morgenmagazin safe. Also eigentlich waren wir schon medial präsent. Wir hätten vielleicht mehr machen können, aber es ist eben dieses Problem der mangelnden Polarisierung, glaube ich, was ich schon eigentlich gleichzeitig einer Partei angehören, die selber, als sie an der Regierung war, als sie die Chance hatte, da eine Wende in der inneren Sicherheit zu bringen, als kein Überwachungsgesetz durchgekommen hat. Rot-Grün war an der Macht direkt nach 2001 und die hat halt eben das Trennungsverbot in ganz vielen Bereichen und kein Gesetz möglich an Kompetenzen geben und so weiter und so fort. Aber es ist halt etwas, das sieht man, wenn man erstmal so hinter die Fassade legt. Das kann man vielleicht auch nicht so in diese Bildsprache
passen. Ich glaube, das ist auch ein ganz schwieriges Thema bei diesen Überwachungsgefahr, dass du keine Bilder hast, wo die Leute konkret sehen, was die Gefahr ist. Also deswegen ist diese Aktion mit den aufgerissenen Briefumschlägen auch so. Weil man halt ganz schwierig nur deutlich machen kann, wie bedroht dich das persönlich. Da gibt es dann diesen Vergleich mit der Kernkraft. Irgendwie. Du siehst nicht, dass es strahlt, irgendwie. Es ist gefährlich, es ist saugefährlich, aber wenn du merkst, dass es halt gefährlich ist, ist es im Grunde schon zu spät, weil du eigentlich verstrahlt bist. Wenn wir merken, dass wir im Überwachungsstaat aufwachen, dann ist es super schwierig, da wieder rauszukommen. Und im Grunde ist es ein böses Erwachen gewesen. Also es gibt diesen Überwachungsstaat, der von den Geheimdiensten unterhalten wird. Und es ist, glaube ich, auch ein Stück weit eine Hilflosigkeit, die man da immer wieder mitbringt. Und da werden wir einfach auch weitermachen, irgendwie Leuten zu zeigen, wie man sich dagegen verteidigen kann. Ich glaube, das ist im Moment das Allerkonkreteste, was man tun kann. Deswegen diese Krypto-Workshops bundesweit verteilt. Und da kann man halt dann konkret sagen, wie sich der Einzelne schützen kann. Ich glaube, das war eine ziemlich gute Reaktion darauf. Ja, vor allem halt auch in einfacher Sprache. Also, Radioaktivität ist ein extrem gutes Beispiel. Das mit dem Riechen ist auch ein extrem gutes Beispiel. Dieses Runterbrechen, das auch immer wieder wiederholen, weil viele sagen halt eben, ich habe nichts zu vermerken. Da muss man eben nochmal ganz von vorne anfangen und immer wieder erklären, dass rein in dem Rechtsstaat gibt es so etwas wie die Unschuldsvermutung und das gibt sowas wie Meinungs- und Pressefreiheit. Und gerade das, was wir, ich glaube, als die Geschichte mit dem Guardian aufkam, sind so ganz viele Leute so ein bisschen aufgewacht. Da hat es die Themen gemacht. Also, nur falls jetzt die Stream-Zuschauer das nicht wissen, was beim Guardian passiert ist, da ist der britische Geheimdienst reingegangen und hat gesagt, wir wollen die Dokumente vom Snowden haben. Und weil die halt irgendwo auf verschiedenen Rechnern lagen und das nicht so zu kriegen war und verschlüsselt war und die jetzt nicht rausgucken kann, haben sie dann einen Festplatten zerklopft. Also in einem Land, wo in Europa, wo Pressefreiheit ein wichtiges Gut ist, geht der Geheimdienst zu irgendeiner Zeitung und macht da Daten kaputt. Das ist halt ein richtiger Tabubruch, wo auch mehrere Redakteure zum Glück aufgestanden und was gesagt haben, aber wo ich eigentlich erwartet hätte, dass quer durch die ganze europäische Presselandschaft ein viel größerer Sturm der Entrüstung eigentlich losgebrochen wäre. Ja, und der Hammer ist ja, dass wer jetzt sagt, okay, das ist Großbritannien, die sind bei Überwachung halt eh so ein bisschen komisch, das kann in Deutschland auf gar keinen Fall niemals passieren. Wir haben seit gestern auch so einen Journalistenüberwachungsskandal in Deutschland, und zwar in Niedersachsen. In Niedersachsen gab es zum Regierungswechsel einen extremen Hardliner im Innenministerium über Schulen von der CDU. Und in der Zeit, als er Innenminister war, hat der niedersächsische Verfassungsschutz gezielt Journalisten überwacht, die in der rechtsextremen Szene ermitteln, beziehungsweise recherchieren. Und eben mit dem Label Linksextremisten. Ja, und diese Journalistin hat dann auch angefragt beim Verfassungsschutz, ob sie beobachtet wird. Und sie hat gesagt, nein, sie werden nicht beobachtet. Und jetzt kam raus, das ist seit gestern wissen wir es, dass das eine Lüge war. Das heißt, nicht nur, dass der Verfassungsschutz 6 Jahre lang Journalisten beobachtet und ausspioniert hat und Akten über sie angelegt hat, nein, es war auch so, dass auf Anfrage eine Fehlinformation gegeben wurde, was eindeutig rechtswidrig ist, dass sowohl die Überwachungsrechtswidrig als auch die falsch aussieht. Und das sind Dinge, die passieren in Deutschland. Also dieser Verweis immer wieder, dass das nur ein Problem der NSA ist, der stimmt an dieser Stelle nicht. Da wäscht einer Hand die andere. Geheimnisse funktionieren in allen Ländern leider nach einem ähnlichen Prinzip und ähnlichen Übergriffen gegen Presse und Bürger. Das müssen wir einfach schon machen. Aber ich glaube, wir sind vom Thema abgekommen. Ich möchte auch einen Spruch irgendwie zu dem Ganzen, der hat mir nämlich eigentlich auch ganz gut gefallen. Und zwar zu dieser Frage, ich habe ja nichts zu verbergen, ihr könnt ja ruhig alles von mir wissen. Hat mal jemand gesagt, irgendwie, wer nichts zu verbergen, dann diejenigen, die jetzt sagen, sie haben nichts zu verbergen, sagen hinterher wieder, sie haben nichts gewusst. Also diese Gefahr, die damit verbunden ist, die darf man halt echt nicht unterschätzen. Ich glaube, wer nichts zu verbergen hat, ist langweilig. Ja. Man darf auch weiteren Punkt nicht vergessen. Was man zu verbergen hat und ob man was zu verbergen hat, das entscheidet man nicht selbst. Ja, das entscheiden immer die Leute, die die Daten von einem haben. Ich meine, heutzutage ist es ja Gott sei Dank mittlerweile auch so, dass Homosexualität gesellschaftsfähiger geworden ist, dass da ein Paradigmenwechsel eingesetzt hat. Aber vor einiger Zeit wäre diese Information, oder heutzutage auch in Russland, ist diese Information immer noch eine Waffe. Ja? Und somit hat nicht die Person, die schwul ist, zu entscheiden, ob sie das verbergen muss oder nicht, sondern sehr individuell diese Person am Ende verfolgt. Und das ist der große Punkt.
Ja, das ist ein großes Problem daran. Wir reden ja vor allem auch über die Zukunft. Das heißt, selbst wenn wir sagen, ja okay, das ist heute alles kein Problem, kann jeder wissen, wie viel Rindfleisch ich täglich esse, ich habe damit kein Problem. Wir wissen nicht, was das vielleicht für unsere Krankenkasse in 10, 20 Jahren bedeutet. Das heißt, das sind halt eben, ja, vielleicht, ja, es gibt kein sicheres Endlager für Daten. Und wenn, dann ist es ganz bestimmt nicht in Utah, weil der NSA dort baut sie noch nicht einen riesigen Datenbunker, wo sie die Daten ewig speichern, die sie abfischen. Da wissen wir eben nicht, was für Hände sie gelangen. Ich weiß ja noch nicht mal, was für eine Regierung in 20, 30 Jahren an der Macht ist. Und ich persönlich bin nicht so positiv, dass ich glaube, dass wir immer in einer freien, offenen Gesellschaft leben werden, in der viele Dinge noch kein Problem haben. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die hattest du vorhin schon mal zum Teil beantwortet. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Was kann man denn als einzelner Bürger überhaupt noch tun? Das liegt doch eh nicht in meiner Macht. Ja, man kann extrem viel tun. Und zwar ist das ja eine politische Frage. Das heißt, über wen reden wir denn hier? Also wenn wir sowohl wenn wir über Überwachung von Wirtschaft reden, als auch Überwachung durch Geheimdienste, muss man sich ja fragen, wer entscheidet darüber? Eigentlich ist die Politik derjenige, der die Spielregeln in der Demokratie macht. Das heißt, es ist eine politische Entscheidung. Man kann sich entscheiden, Überwachung abzuwählen. Man kann sich als Bürger engagieren, entweder in Nichtregierungsorganisationen, zu Demos gehen, mit seinen Freunden drüber sprechen, andere informieren. Und natürlich kann man sich auch selber schützen, beispielsweise selber seine Mails verschlüsseln oder selber anonym surfen, um einfach Geheimdiensten da Knüppel zwischen die Beine zu werfen und einfach auch ein Statement zu setzen, hey, ich lasse das nicht mit mir machen und ich schütze damit auch alle anderen, die vielleicht politischen Aktivismus betreiben und wirklich zu Recht etwas zu verbergen haben, sag ich mal, oder Journalisten zu Recht etwas zu verbergen haben, nämlich ihre Quelle. Um das Datenrauschen größer zu machen. Ich glaube, man kann als Einzelner unglaublich viel wissen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich bei der Piratenpartei gelernt habe. Man kann, wenn man will, die Welt wirklich verändern, nicht alleine. Dafür muss man sich andere Leute ähnlich denken. Aber ich glaube, gerade durch den NSA-Skandal hat es bei vielen Leuten Klick gemacht. Und ob man sich jetzt in einer Partei zu Hause fühlt oder in einer Nichtregierungsorganisation, ist erst einmal egal. Das Wichtigste ist, dass wir unseren Arsch von der Couch hochbekommen und was machen. Weil es im Abwarten wird es auf jeden Fall nicht besser. Ja, und Überwachung abwählen. Zweite Stimme und so. Gut, dann war noch eine Frage. Ah gut, das hast du auch schon mal beantwortet. Selbst wenn die Gesetze auch in der EU erlassen, schert das doch die USA und China nicht. Das zeigt uns doch höchstens, die zeigen uns höchstens den immer anstehenden Finger. Nee, das sehe ich nicht so. Also gerade im Bereich Wettbewerbsrecht und Kartellrechtsregulierung ist es so, dass die Europäische Union vermehrt auch Strafen gegen US-Unternehmen verhängt hat und die dem nachkommen müssen. Das heißt, Europa hat nicht nur wirtschaftlich, sondern politisch einfach ein Standing in der Welt. Europa kann auch andere Länder dazu bewegen, ihre Politik zu verändern. Ein Beispiel war ja das Freihandelsabkommen, was zwischen der EU und den USA verhandelt wurde. Und zwar so mit einem NSA-Skandal kam es halt auf, dass die USA auch Politiker abgehört haben, auch im Vorfeld dieser Verhandlungen. Da frage ich mich, kann es mit einem Verhandlungspartner überhaupt noch richtig strategisch verhandeln, wenn der mich vorher schon abgehört hat? Ich weiß nicht. Und dann einfach die Verhandlungen so fortzusetzen, als wäre nichts gewesen, halte ich auch für den falschen Weg. Und man muss da auch politisch Druck aufbauen. Also ein Beispiel zwischen Brasilien und den USA ist momentan so eine kleine Eiszeit eingebrochen, weil rausgekommen ist, dass die US-Regierung ganz massiv die brasilianische Regierung bespitzelt hat. Auf die Bürger und die haben dann auch mal einen Besuch abgesagt. Die haben eben auch mal gesagt, unter diesen Umständen ist es keine Partnerschaft und geht man auch nicht mit Freunden. Und wir können Gesetze erlassen, die sich gegen Überwachung nicht kümmern und vor allem die Unternehmen dazu zwingen, weniger Daten zu sammeln, man kann auch weniger anfassen. Wir können internationale Datenaustauschabkommen kündigen, das gibt ja zwischen den USA und den Bundesstaaten, auch zwischen Deutschland, massive Datenaustauschabkommen. Das heißt, zum Teil liefert der Bundesnachrichtendienst unter Daten, so rein SWIFT ist noch ein Beispiel, das sind Finanz.
also Bagdad. Das ist ein EU-Abkommen und dann gibt es noch Abkommen für den Zugriff von US-Behörden auf unsere biometrischen Datenbanken. Das sind alles Abkommen, die kann man kündigen. Sollte man auch aus meiner Sicht kündigen. Und wir können da politischen Druck aufbauen. Und nochmal zu der Frage, ja, die zeigen uns dann den Stinkefinger oder China wird dann trotzdem alles Mögliche und sich da reinfuchsen. Ja, dann müssen wir uns halt überlegen, dass die Software sicher ist. Software sicher, wo wir nachweislich hinterführen für Geheimnisse haben. Oder sollten wir eben bei der kritischen Infrastruktur des Internets und der Regierung auf freie Software setzen? Und das ist eben die Position, die wir vertreten. Wir sollten flächendeckend dort auf freie Software verpflichten, sodass wir es sehen, wenn ja, dass wir überhaupt die Chance haben, es zu erkennen. Das ist ein Weg, den man geht. An der Stelle muss man doch einfach mal Danke sagen an all die Entwickler, die an diesen Free Software Projekten mitarbeiten. Weil was die in letzter Zeit halt geschafft haben, dass es halt eine große Auswahl an Freier Software gibt, das ist halt im Moment echt ein Riesenglück, dass man nicht auf Microsoft angewiesen ist, dass man einen anderen Weg finden kann. Und was mich halt auch immer fasziniert, ist, wie viele Leute man mit dieser freien Software auch so produktiv machen kann, irgendwie richtig hochklassige Sachen machen können, irgendwie, weil es Software gibt, die man halt schnell und einfach und kompliziert einsetzen kann. Und wäre auch eine Sache, die wir als Bundestagsfraktion auf jeden Fall fördern würden. Ja, eine Frage ist ja auch immer noch, es gibt mittlerweile sogar Hintertüren bei Hardware. Erschreckend. Das ist halt auch eine strategische Frage. Wollen wir in freie Hardware investieren? Also auch Hardware, wo wir selber reingucken können, nachvollziehen können, ohne das überhaupt auszuschließen, dass da eben Hintertüren sind? Wollen wir, dass so etwas überhaupt noch wieder mit Computer produziert wird? Wurde nämlich auch in den letzten das sind alles Dinge, die kann man als Staat fördern. Also man kann sich als Staat stellen kann, Kohle fördern kann, warum kann man denn Space Software fördern? Warum müssen Milliarden für Überwachungssoftware ausgegeben werden? Also das Geld ist da, es landet momentan nur an der falschen Stelle. Und auch mal, es ist ja auch ein globales Problem. Es ist ja in China ein Problem, es ist in den USA ein Problem, es ist in Europa ein Problem, dass es diese Überwachungsmechanismen gibt und dass sie dieses Ausmaß erreicht haben. Und ich glaube, in Europa sind die Chancen im Moment am besten, dass wir aus dieser Überwachungsspirale rauskommen und dass wir sagen, es gibt eine große Bürgerrechtsbewegung, die dem Türkei vorsetzt und die das stoppen kann. Und da wäre halt die Piratenpartei im Bundestag auf jeden Fall ein ganz, ganz eindeutiges Signal, dass wir diesen Trend umkehren können. Ja, vor allem, ich mache jetzt die ganze Zeit Ping-Pong, man merkt schon, Überwachung ist so unser Thema. ich glaube, wir brauchen halt wirklich so mutige Schritte. Also nicht so hier so ein bisschen weniger Überwachung dort, ein bisschen mehr Transparenz. Nein, wir müssen halt eine klare Absage an sowas erteilen. Das ist aus meiner Sicht der Weg, der nicht zu einer Stärkung der Demokratie im digitalen Zeitalter führt. Wenn fast alles, was wir tun, in einer Form digital erfasst wird, dann verlieren wir uns bei allem. Wenn Geheimdienste und Daten, Virtuos, alles unbegrenzt gegen uns verwenden können. Das ist ein mega Problem. Viel, viel wichtiger als den Stinkefinger oder der Soli, den die FDP hoch und runter reitet. Ich würde jetzt aber trotzdem nochmal zur nächsten Frage kommen. Und zwar, jetzt ist alles weg, jetzt ist wieder da. Und zwar, die Frage geht zum CSU-Erfolg bei den bayerischen Landtagswahlen. Und es ist relativ einfach die Frage, warum ist die CSU so erfolgreich? Gibt aber auch vielleicht ein paar Gedanken dazu. Warum wählen Menschen mit geringem Einkommen, Leiharbeiter sind und Arbeitnehmer sind? Ich habe das mal direkt entgegengesetzt, wir hatten eigene Interessen, zum Beispiel höhere Löhne, bessere Gerechtigkeit im Bildungssystem, weniger Selektion nach sozialer Herkunft. Und die Abschaffung dieses Land. Also kannst du dir das erklären, warum die CSU jetzt so stark abgeschrieben hat? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, weil wir gerade im letzten Jahr massive Skandale hatten. Wir hatten einmal die Amigo-Affäre rausgekommen, dass das ganze CSU-Abgeordnete nicht nur ein, sondern mehrere Verwandte eingestellt haben und da Gelder verfolgt haben. Wir hatten die Affäre Mollert, bei der jemand, der Steuerhinterziehung, ja, quasi geleakt hat, ein Whistleblower war, für mehrere Jahre in der Zwangspsychiatrie wurde. Und das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht dazu führen müssen, dass da weniger sind. Das ist
ist aber nicht passiert. Warum das so ist, also ehrlich gesagt, bin ich glaube die falsche Person, der du die Frage stellen musst. Ich glaube, das ist eine Frage, die musst du wirklich den Wählern stellen. Warum habt ihr CSU gewählt? Und ich glaube, also zum zweiten Teil der Frage, da ging es ja darum, warum Menschen entgegen ihrer Interessen wählen und warum Leute mit niedrigem Einkommen nicht verteilen. Genau. Also warum die Leute irgendwie, obwohl eigentlich die CSU andere Interessen vertritt, die trotzdem wählen. Also, ja. Genau, zweiter Teil der Frage ist, warum wählen Leute eine Partei, die eigentlich nicht die Interessen des Wählers dann in Richtung dieses besseres Bildungssystem vertritt. Ja, also wenn man sich die Wahlbeteiligung anschaut, ist es so, dass gerade bei denjenigen, die wenig verdienen, die schlechte Bildungschancen haben in unserer Gesellschaft, die Wahlbeteiligung am geringsten ist. Und das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem. Das heißt, viele der Menschen, die ein ganz besonders hohes Interesse beispielsweise an Mindestlöhnen, die ein ganz besonderes Interesse daran hätten, eine andere Integrationspolitik oder Migrationspolitik zu machen, die ein Interesse daran hätten, Steuerhinterziehung abzuschaffen, ne? Und stärker zu verfolgen. Die gehen gar nicht erst. Und warum gegen ihre Interessen? Also ich finde, das ist eine schwierige Frage, weil ich finde, jeder Mensch sollte selber entscheiden, wen er wählt und was seine Interessen sind. Ich finde, es ist ganz gefährlich, von außen anzufangen und zu sagen, na, du willst jetzt gegen deine Interessen, das solltest du nicht tun. Also was definitiv wichtig ist, dass wir mehr politische Bildung betreiben, dadurch, dass die Leute mehr mitreden. Weil schon diese abstrakte politische Bildung in der Schule ist eine Sache, die ist aber für die meisten sehr drüben. Wenig praktisch. Und ich glaube, wenn man mehr mitreden kann in der Schule, dann lernt man praktisch. Wenn man mehr mitreden kann, wenn man beim Arbeitsplatz auch mehr mitbestimmt als der Arbeitnehmer hat, dann ist das ein Teil des Lebens. Wenn man Volksabstimmung hat, dann setzt man sich mit dem Thema auseinander, weil man denkt, oh, okay, die anderen fünf Volksabstimmungen vorher müssen sich interessieren, aber das eine Mal, nee, da gehe ich mal hin und dann fängt man vielleicht an, wenn man vielleicht wieder fixen kann, nicht mehr aufhören. Ich glaube, Politik funktioniert eben nur durch Praxis. Und ich glaube, es ist Praxis, die eben extrem viel bereist. Gerade viele Leute, die eben gewerkschaftlich sind oder schlechter Chancen haben in unserer Gesellschaft, fühlen sich halt abgehängt. Die haben, glaube ich, so viel Hoffnung verloren, dass wir auch irgendetwas irgendwie haben. Eine ganz starke Politikerverdrossenheit, wenn man sich mal anschaut, wie angesehen der Bereich des Politikers ist, ist ja noch unterhalb eines Gebrauchtwagenhändlers. Und das ist schade, obwohl Politiker extrem viel bestimmen über das Leben von den Einzelnen. Ja. Wollen wir zur nächsten Frage? Nochmal, also ich habe auch mal das irgendwie, ich war mal beim Podium und da habe ich drüber gesprochen, dass, da war ich mit jemandem von der SVP und er hat dann halt gesagt, das ist eine ganz tolle Forderung und da meintest du, ich erinnere mich noch an die Zeit, als Schröder gegen Kohl angetreten ist. Da wurde so eine richtige Wechselstimmung gewechselt. Viele Leute haben auch wirklich gedacht, okay, jetzt ändert sich was, wir kriegen eine sozialdemokratische Regierung und nach all den Jahrzehnten Kohl ändert sich mal was. Und das Problem war, da kam die Agenda 2010. Und viele Leute sind einfach enttäuscht worden. Ich glaube, dieses Brechen von Wahlversprechen führt zu Politikverdrossenheit. Weil von Trump hat mir zwar gesagt, ich würde dann dadurch Angst schüren und Misstrauen, indem ich darauf aufmerksam mache, dass Leute enttäuscht sind. Aber ich will eher dieses Brechen von Wahlversprechen. Das finde ich gut. Das ist nicht Kill the Messenger, sondern irgendwie da, wo die Ursache ist, da muss man sich angehen lassen. Gut, wir haben noch eine Frage. Und zwar geht es da um die Nichtwähler und auch in dem Zusammenhang auch unter Berücksichtigung, dass die sogenannte Wahlmüdigkeit anscheinend mit dem durchschnittlichen Einkommen korreliert. So, haben wir gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Was tun die Piraten, um die Nichtwähler zum Wählen zu mobilisieren? Ja, hauptsächlich versuchen wir, eine andere Art von Politik zu machen. Das heißt, zu zeigen, dass Politiker eben nicht nur so Leute mit Anzügen sind, die unglaublich kompliziert reden, sodass man sich nachvollziehen kann. Und die einem so erklären, so, wähle mich und ich weiß dann schon, wie es läuft. Sondern wir versuchen eben wirklich zu zeigen, dass es halt auch mehr Beteiligungsmöglichkeiten geben sollte. Dass wir die Bürger auch fragen, dass sie auch selbst interessieren, wenn man mal fragt, okay, wie sie sich gut ist. Ne?
dass diese andere Form von Politik ist, glaube ich, so das Hauptding, was wir dazu beitragen wollen, dass wir beitragen wollen, dass mehr Leute wählen. Und ich glaube, wir haben bei uns in der Partei auch ein paar ehemalige Nichtwähler, die vorher gesagt haben, so ja, Politik ist halt nichts für mich. Und die jetzt einfach sehen, dass auch eine andere Form von Parteistruktur geben kann. Politik eben ja, auch anders funktionieren kann. Und halt auch eben dieser Glaube, dass sich wirklich etwas ändert. Ja, frischer Wind im Parlament. Und viele Dinge hinterfragt werden, die jetzt reingekommen sind. Beispielsweise Fraktionsvorsitzenden oder dass wir keine Volksabstimmung im Bundesrat mehr haben, also die Partei zu konsumieren haben, dass keine Transparenz ist, wie es ist, Diskussion und so weiter. Also, das sind so Sachen, die werden auch nicht hinterfragt. Also, beziehungsweise selbst die Leute, die es hinterfragen, wenn sie an der Regierung spielen, dann ist es schon so. Da kann man sagen, wie ihr gerade einfach. Aber wir haben ja Basisdemokratie, das heißt, unsere eigenen Mitglieder werden uns ja schon ordentlich an die Mangel. Ja, das ist auch nicht von außen. Ja, Basisdemokratie ist natürlich auch ein schönes Stichwort. Weil es ist ja auch so, dass wir nicht nur von unseren eigenen Mitgliedern irgendeiner Form Information und Input entgegennehmen, sondern jeder Einzelne in diesem Land ist gefragt und kann uns gerne seine Sachen, entgegenbrüllen. Wir machen das ja auch jetzt gerade. Wir können uns hier treuen und die Fragen stellen und alles. Das Gleiche soll natürlich auch mit Ideen und Vorschlägen passieren. Ja, solange die mit unseren Statuten in irgendeiner Form zusammenbringbar und zusammenführbar ist, versuchen wir das gerne umzusetzen. Jeder von unseren 80 Millionen Leuten hat irgendeine Idee und die meisten davon sind super geil. Ja, also warum nicht hören? Mehr direkte Demokratie rockt an der Stelle. Es gibt da auch konkrete Tools, die wir bereits einsetzen. Und zwar einmal haben wir jetzt eine neue Plattform, die nennt sich Open Antrag. Das ist eine Plattform, wo ganz viele von unseren Plenarvertretern mitkommen und auch einige Landtagsfraktionen, wo man selber als Bürger einen Antrag schreiben kann, den man einbringen will. Entweder im Stadtrat oder aber im Landtag. Und da man ja nicht mit einer Partei ist, ist das erstmal ein bisschen schwierig. Und wir bieten eben uns an, als Votum eurer Botschaft, stellt diesen Antrag, auch wenn er nicht perfekt formuliert ist, wenn der gut ist, wenn wir den gut ist, machen wir das und bringen den eben ein. Genau, also ich mache zum Beispiel mit, also openantrag.de und dann Regionalversammlung in Nordhessen zum Beispiel, könnt ihr mir sagen, was euch aus der Regionalversammlung in Nordhessen interessiert, was mit Windenergie weitergeht, wie es mit Fracking weitergeht und das sind halt Anträge, Anfragen kann man einfach mal stellen. Total super Sache und machen schon unheimlich viele Fraktionen von den Piraten mit. Nutzt das einfach mal. Ein weiteres gutes Beispiel ist der Kassensport. Das war eine Aktion der Landtagsfraktion der Piraten in Schleswig-Holstein, als der Haushalt beschlossen wurde. Das ist erstmal so ein riesen Ding mit ganz vielen Zahlen, ganz vielen Ausgaben. Also geht es wirklich ins Detail. Das ist ein riesen Schinken, eine ganz schöne Arbeit, das durchzubauen. Und da haben wir uns als Piraten gedacht, so, hey, wir können das doch ins Netz stellen und die Leute einfach selber fragen, was für Änderungsanträge sie da gerne hätten. Und man denkt sich erst, okay, das ist ein bisschen nerdy, ja. Da werden nicht so viele Sachen reinkommen, aber ich glaube, da waren mehr als 200 Änderungsanträge von Bürgern. Ja. Halt wirklich, also einzelne Leute, die beispielsweise sich mit Dienstwagen und sowas auskennen, die gesagt haben, nee, an dieser Stelle finde ich, sollte man das so lösen. Das ist irgendwie günstiger. Und ja, das sind dann halt Änderungsanträge, die wir dann reingebracht haben. Das Ergebnis war, dass die Piratenfraktion die Fraktion war im Landtag, die die meisten Änderungsträge eingebracht haben. Da waren einige wirklich gute dabei. Also so, da hat man einfach festgestellt, dass man nur Geld spart. Da sind auch wir Hessen eigentlich schon ziemlich gut. Wir haben zum Beispiel die kommunalen Haushalte, gerade in Gießen weiß ich das, umgearbeitet in dieses Format für den offenen Haushalt, dass man sich da wirklich durchklicken kann und guckt irgendwie, wie groß ist jeder einzelne Budgetblock und was ist da drin und was sind die einzelnen Positionen. Dass man nicht irgendwie 100 Seiten oder 600 Seiten irgendwelches Papier hat, sondern dass man tatsächlich irgendwie da durchklicken kann und weiß, wie viel Geld geht in welchen Block und entsprechend halt viel bessere Transparenz und Übersicht hat, wo wie viel Geld hingeht. Also sehr, sehr gute Sache. Der Ralf ist, glaube ich, auch in der Liga am Start. Genau. Gut. Eine kurze Frage nach Spanien. Seid ihr in der Liste relativ weit vorne in euren Landtagen, also von euren Ländern? Wenn ihr in den Bundestag kommen würdet, würdet ihr, wenn es der Konstellation dazu kommen würde, denn an der Regierung mitarbeiten wollen?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen so eine utopische Frage, weil wir Piraten ja keinen Fraktionszwang haben. Das heißt, für alle anderen Parteien ist es erstmal ein totales Novum. Weil es momentan so funktioniert, dass man sich quasi aneinander kettet in der Regierung und das Abkommen schließt, wir werden immer gemeinsam abstimmen. Auf Teufel komm raus, auch wenn wir vielleicht den Antrag des anderen blöd finden. Und das wäre bei uns Piraten überhaupt nicht möglich. Ein anderes Problem sind eben die Koalitionsverhandlungen. Momentan ist es ja so, dass das hinter geschlossenen Türen gemacht wird, aus strategischen Gründen. Und da wäre meine Position persönlich, sage ich mal, dass ich solche Verhandlungen hinter geschlossenen Türen nicht machen würde, weil ich einfach möchte, dass die Wähler selber sehen, welche Positionen, für die sie vielleicht die Partei gewählt haben, ausverhandelt werden, für was unter den Tisch fallen. Also ich meine, im Endeffekt sind wir ja angetreten, um zu sagen, wir machen halt nicht so parteiblockmäßig Politik, sondern wir sagen, wenn die Vorschläge gut sind und wenn die Inhalte gut sind, wenn die sich mit unserem Parteiprogramm decken, dann würden wir das unterstützen. Also würdest du mal damit sagen, wenn ihr die Regierung würdet ihr grundsätzlich machen, wenn die Punkt aber nur in einzelnen Punkten mit abstimmen, positiv und gar nicht als Fraktionswahl? Also mein Ideal wäre ja, dass wir so eine Art Minderheitenregierung haben. Das heißt, dass die Regierung gar nicht mehr in der Lage ist, selber in ihren Hinterzimmern vorher sich zu überlegen, welche Gesetze sie mit ihrer Mehrheit durchbringen wird, sondern dass jedes Mal das Parlament diskutieren wird. Und dass das auch dazu führt, dass man nicht mehr nur so Opposition und Regierung gegeneinander, das ist ja auch ein bisschen langweilig, das Ping-Pong-Spiel und dieses gegenseitige Blaming, sondern dass man wirklich sagt, wir tauschen Argumente aus und wir können Leute überzeugen, wir müssen Leute überzeugen. Und ich glaube, das wäre eine gute Sache. Aber bei uns Piraten, also ich meine, wir waren ja schon mal in einer ähnlichen Situation. Also das ganz, es ging nicht um Regierungsbeteiligung, sondern es ging darum, den Ministerpräsidenten zu wählen in Schleswig-Holstein. Da gab es eine sehr knappe Mehrheit und es gab so mal so einen sogenannten Heidemörder bei der SPD. Da ist es dazu gekommen, dass jemand für den Ministerpräsidentenposten nicht gewählt wurde, weil es Abtrünnige gab in der SPD. Die also nicht an den Fraktionszwang gehalten haben. Und die wollten halt so ein paar Stimmen haben noch von den Piraten. Und die haben halt eben gesagt, das machen wir nur, wenn der Kandidat halt zu uns kommt, sich vorstellt. Also wir würden den halt nur mitwählen, wenn halt einzelne Punkte im Koalitionsvertrag halt drin sind, beispielsweise eine Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung. Und das ist dann halt auch wirklich drin gewesen. Und sie haben nochmal ihre Mitglieder befragt. Das heißt, sie haben einen Livestream, eine Online-Befragung gemacht, wo sie halt ihre Mitglieder gefragt haben, so hey, sollen wir den wählen, den Typen, nachdem ihr den jetzt gesehen habt und nachdem ihr jetzt wisst, was für Koalitionsvertrag drin steht, ja oder nein? Also wenn er im Bundestag wäre, würde er dann im Endeffekt auch Mitglieder oder gar die Bevölkerung fragen, was er machen sollte? Also es wird die Mitglieder fragen tatsächlich. Ich bin ein starker Verfechter bei solchen Entscheidungen, wirklich die Mitglieder zu fragen. In Schleswig-Holstein haben sich dann 66% dafür ausgesprochen, den SPD-Kandidaten mitzuwählen. Und dann haben tatsächlich 2/3 der Abgeordneten der Piraten ihn mitgewählt. Danke euch, Mann. Diese knappen Mehrheiten führen aber interessanterweise dann jetzt in dieser Konstellation in Schleswig-Holstein dazu, dass da wirklich wechselnde Mehrheiten sind. Das heißt, die Piraten stimmen ab und zu halt auch mal für einen Antrag von der CDU, wenn es um Frauenhäuser geht oder so, warum nicht in der Kunde ist. Ne? Das ist Block halt auch ziemlich gut, weil Inhalte und Partei kriegen. Also brauchen wir im Endeffekt. Also brauchen wir im Endeffekt die Piraten im Bundestag, damit wir eine neue Art der Politik rein. Ja, ja, aber unbedingt brauchen wir die Piraten im Bundestag, damit diese Art der Politik möglich wird. Weil die anderen sind halt tatsächlich in diesem Lagerdenken gefangen. Also man merkt das jetzt in der Diskussion Rot-Grün oder Schwarz-Gelb oder so. Also halt, es geht nur um, es geht halt nie um das Thema oder ganz, ganz selten um das Thema und immer geht es darum, dass man nicht mit dem anderen oder nur in festen Koalitionen und das aufzubrechen, das können die Piraten. Da sind ja die anderen Parteien ja gar nicht demokratisch. Ich muss mir damit sagen, wenn es Fraktionswahl gibt. Ich glaube tatsächlich, dass das parlamentarische System eigentlich eine andere Idee hat, als dass wir es im Moment gelebt haben. Im Moment sehe ich, dass es halt eine Regierungskoalition gibt und die Regierung hat bestimmte Interessen und dann sagt sie ihrer Fraktion, ihren Abgeordneten, wir brauchen dafür ein Gesetz. Und ich verstehe eigentlich Parlamentarismus und Demokratie so, dass im Parlament Leute zusammenkommen, die gewählt worden sind und da Gesetze machen, an denen sich hinter die Regierung zu halten hat.
Und irgendwie, ich würde gerne so das Parlament wieder in den Mittelpunkt stellen und das Parlament wieder als Chef von der Politik in Deutschland sehen. Und die Regierung hat dann nur noch den Auftrag, das auszuführen, was die Parlamentarier, was der Bundestag, der gewählt worden ist, was der möchte. Danke dir, Paul. Super. Ja, eine Frage, die gerade von einer Bürgerin, die vorbeigelaufen ist, für meine Ansage. Ich nehme die Piraten nicht ernst, weil sie sich ja selbst auch nicht ernst nehmen. Und so als Angabe und Statement von euch. Ja, herzlichen Dank für das Feedback. Wir nehmen uns extrem ernst und wir machen das seit 2006 und sagen, dass es extreme Probleme gibt Richtung Freiheit und Grundrechte, dass das demokratische System extrem gefährdet ist. Und wir sind gerade darin bestätigt worden, dass das, was wir vor 7 Jahren schon gesagt haben, tatsächlich so eingetreten ist. Und wir haben in den letzten 7 Jahren unheimlich viele Leute darauf aufmerksam gemacht, was da passiert. Wir haben sehr, sehr konkrete Vorschläge gemacht. Wir sind im Parlament, Katja hat das schön gesagt, was wir schon alles auch an guter Politik und an Anträgen und sowas gestellt haben. Da lohnt es sich einfach mal mehr als so den Einblick in die Bild zu werfen und zu gucken, was da passiert und sich dann davon zu überzeugen, dass da extrem gute politische Arbeit gemacht wird. Darüber hinaus müssen wir natürlich auch dazu sagen, es gibt natürlich Punkte, wo wir sagen, hey, wir machen das mal ein bisschen flippiger und wir sind halt jung. Ja, und warum denn halt nicht? Die Welt ist bunt, sie ist halt nicht nur schwarz-weiß und langweilig. Scheiße. Und aus dem Sinn finde ich es gar nicht mal so schlimm. Wir haben halt einen lustigen Namen, der hat auch seinen Hintergrund. Hier haben wir unseren Infostand verteilende Luftballons in Form eines Piratensäbels. Also ich finde, das ist halt eine sehr sympathische, lebendige Art und Weise, mit dem politischen Diskurs umzugehen. Ja, also von daher, mir gefällt das eigentlich so. Ich finde das gar nicht so schlecht. Das muss halt auch Spaß machen. Also wenn es keinen Spaß machen würde, sich in der Politik zu beteiligen, dann wird es ja keiner machen. Deswegen ist es halt unheimlich wichtig, dass bei den Piraten halt auch ein Stück weit der Spaß an der Politik noch vorkommt. Denn wer tut seine Freizeit in Projekte, die halt irgendwie bäh und scheiße sind? Ja, ganz genau. Also dem kann ich nur zustimmen. Das anders geht's gar nicht. Wenn ich hier nicht ständig irgendwie lachen würde oder die Reaktion von den Bürgern hier sehe, dass sie dann doch die ein oder andere Punkte toll finden, weil sie plötzlich merken, oh, das ist ja gar keine Ein-Themen-Partei. Oh, das sind ja gar nicht nur Nerds. Das ist ja krass. Ja, das hat was. Ja, und mir macht das wirklich Spaß. Und wenn ich in so einer Partei wäre oder in einer NGO, wo wirklich nur Schlipsträger durch die Gegend laufen und die ganze Zeit in die Wüste reingucken und so weiter, das wäre nicht ich. Ja, hier kann jeder sich selbst am besten darstellen, indem er so ist, wie er ist. Das ist sympathisch. Extrem viele nette Leute, gute Leute. Ja, es wurde ja auch vorhin die Frage gestellt, wie wir Nichtwähler dazu begeistern wollen, wieder in die Politik zu gehen, ob das mal was wählen können. Und ich glaube halt, dieser Spaß an der Sache ist einfach, weil. Ja, das ist super laut. Du hast dich gerade geoutet, aber er hat sich jetzt verkleidet, so er macht jetzt nur einen Aufwand. Zu Hause auch. Ja, aber warum kann man dann nicht auch kreativ für Sachen werden? Also das ist hier zum Beispiel für ein Plakat, was von uns immer geklaut wird. Das ist Rocky Cats auch. Unser Plakat zum Thema Drogenlegalisierung. Natürlich könnte man das jetzt irgendwie bitter ernst machen, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil es ja praktisch natürlich. Und das Plakat wird jetzt geklaut massiv. Das hängt jetzt wahrscheinlich in ganz vielen DGs in Berlin-Kreuzberg, weil es so begehrt ist, dass die Leute sagen, boah, das ist geil. Wir haben jetzt auch extra dazu aufgerufen, bitte holt euch das in unserer Geschäftsstelle ab gegen eine Spende und klaut es nicht. So ein Aufhängen macht echt viel Arbeit. Oder nehmt dann hinterher mehr Plakate mit und hängt sie wieder woanders auf. Hängt sie woanders auf. Nehmt euch Plakate mit aus der Geschäftsstelle, hängt sie woanders auf. Ja, und macht das schnell, weil es ja schon bald Sonntag. Ja, und ich finde das auch wichtig, dass wir uns nicht anfangen zu verkleiden, weil ich habe nichts gegen Leute, die Anzug tragen. Wenn Leute sonst den ganzen Tag Anzug tragen, sollen sie den ganzen Tag Anzug tragen. Das ist so, kann jeder selber entscheiden. Aber ich persönlich mache das halt nicht und viele unserer Mitglieder machen das halt auch nicht und die verstellen sich nicht. Also ich finde, sich nicht verstellen ist eine ganz wichtige Sache, weil
dann sieht man eben auch als Mensch, der von außen auf Politik guckt, dass man eben keinen Anzug braucht oder halt nicht mit Schliffen reden muss, machen zu können oder politisch also Fehler machen darf. Das ist halt auch ein Ziel. Das ist eher erfrischend als Spaß. Ich will Spaß am Leben. Was mir auch extrem viel Spaß macht, ist, dass man sieht, wie viel man bewegen kann. Wenn man ein paar Sachen, wenn man jetzt irgendwie ein, zwei Jahre dabei ist, dann sieht man halt, an welchen Stellen überall Sachen in Bewegung kommen, wo Ideen aufgegriffen werden. Und man halt weiß, okay, das hast du irgendwie angestoßen, irgendwie da ist was passiert und du veränderst die Gesellschaft. Das macht halt auch Spaß zu sehen, dass das ganze Projekt gerade in Parteien ein extremer Erfolg ist. Sind wir eine Spaßpartei? Ich hoffe noch, aber wir sind keine, die es nicht trotzdem ernst meinen und sich dann wirklich 40.000 zahlen würden, die dann wirklich machen. Also es ist schon, dass wir es ernst meinen, ja, und das auch umsetzen wollen. Und ich meine, es gibt schon genug Sachen, die, wenn man sich das mit dem NSA-Skandal anguckt, dass überall Homosexuelle immer noch verfolgt werden oder dass sie nicht adoptieren dürfen und so weiter. Da gibt es genug Sachen, wo man grumpy reingucken darf und muss und kann, ja, aber es ist auch viel cooler, wenn man dann am Ende sagt, hey, mir geht das voll auf den Sack, jetzt mache ich es anders. Und dann steht man auf vom Sofa und scheint auf grumpy reinzugucken. Ja, hier gerade, also wir haben jetzt auch gerade keine Fragen mehr im Pad, genau. Wie ich das sehe. Also ich habe auch mal noch Fragen von Schülern eines Gymnasiums bekommen. Go ahead. Ich mal ja. Erzähl da. Und zwar. Genau, das sind Fragen von Schülern der 9. Klasse der Wilhelm von Oranien-Schule in Dillburg. Und die haben eine Gruppenarbeit zu machen und wollten uns da so ein bisschen in den Mangel nehmen. Na, die erste Frage ist, was möchten Sie mit der Bundes- und Landtagswahl erreichen? Ja, natürlich in die Parlamente einzuziehen, weil wir etwas an der Politik verändern wollen. Das heißt, wir haben Themen, für die wir stehen. Das sind zum einen starke Bürgerrechte, natürlich eine Reform des Urheberrechts, aber auch soziale Anliegen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass wir die Struktur, wie Politik funktioniert, ändern wollen, dass wir Lobbyismus bekämpfen wollen, dass wir mehr Offenheit und Mitbestimmung machen wollen. Und es geht beim Politikmachen oder beim Antreten um Landtagswahlen natürlich darum, um politische Macht zu gewinnen, um seine Ideen umsetzen zu können, um Einfluss zu gewinnen. Aber dadurch, dass man auch an der politischen Debatte teilnimmt, kann man auch etwas verändern. Das heißt, man kann in politischen Debatten auch andere Parteien auf Missstände aufmerksam machen. Man kann selber neue Lösungsvorschläge in die Debatte einbringen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Piraten haben, tatsächlich ohne im Bundestag zu sein, die Bundespolitik in den letzten 2 Jahren total umkämpft. Wir haben dafür gesorgt, dass das Thema Mitbestimmung und Transparenz von anderen Parteien aufgegriffen wird. Zwar nicht so, wie wir es wünschen, weil es auch nur ein bisschen Etikettenschwindel ist, aber wir haben dafür gesorgt, dass das Thema ist. Wir haben dafür gesorgt, dass Netzpolitik auf die Agenda gesetzt wird. Das ist eine Sache, die hätte es ohne die Piraten so nicht gegeben. Das heißt, einerseits geht es natürlich im Direkten um die Umsetzung von unseren politischen Inhalten, also hier unser Wahlprogramm. Zum anderen geht es natürlich aber auch, wie gesagt, um die Änderung des politischen Systems. Wir haben auch eben so drüber gesprochen, dass wir halt auch eine andere Form von Politik machen, nicht so die klassischen Anzugträger sind, sondern eher die Kapuzenpulli-Menschen, die mit dem Laptop da sitzen, statt mit den Ausdrücken im Parlament, die vielleicht auch nicht so diesen Politikersprech drauf haben, was ich persönlich dann eher angenehm finde, und eher mal Klartext reden und auch einen neuen Blickwinkel drauf haben. Auch nicht so diese Scheuklappen, das war jetzt immer so und das kann sich nicht ändern, sondern was anders machen. Das wollen wir erreichen. Frisch im Wind reinbringen, aber ansonsten kann ich dem einfach nur zustimmen. Ja, natürlich wollen wir den Umbau der Demokratie zu einer Marktform Demokratie mit fast einer Überwachungsstruktur. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir es in die Piraten auch eingebaut. Ja, jetzt habe ich hier nochmal eine Frage, die bezieht sich auf den Kreis. Und zwar, wer ist
Landeskandidat des Lahn-Dill-Kreises. Ja, das ist zum Beispiel mal ein perfekter Zeitpunkt, wo man auch sieht, dass wir Piraten nicht immer alles wissen. Ja, und dann einfach mal das Team hinter der Kamera fragen, wer der Kandidat aus dem Lahn-Dill-Kreis ist. Andrea Vorländer. Andrea Vorländer. Möchtest du mitkriegen? Ja, du möchtest bestimmt hier mit auf die Couch. Geistig. Okay. Magst du mal das Mikrofon nehmen und so? Soll ich dann über die Andrea sagen? Das ist die Vorsitzende der Piratenpartei in Gießen. Ja. Was, weiter? Was war denn für die Frage? Also einfach nur, wer ist Ihr Landeskandidat? Aber ich denke, das ist so gemeint, dass du ein bisschen noch was erzählst. Wer ist das? Was möchte sie? Okay, also die Andrea hat keine typischen Piratenthemen. Sie setzt sich ein für Landwirtschaft, für Pferdezucht. Aber versucht, die Prinzipien der Piratenpartei auf diese Themenfelder anzuwenden. Zum einen, indem sie versucht, die anderen Mitglieder der Piratenpartei für das Thema zu erwerben. Für das Thema zu erwerben. Und zum anderen, indem sie unsere Tools entsprechend nutzt. Ja, sie hat ja zum Beispiel auch mich die Tage nochmal gefragt, ob wir nicht für unsere Mitstreiter, die Linken, noch eine Krypto-Party veranstalten können, um denen auch so ein bisschen die digitale Selbstverteidigung beizubringen. Das heißt, sie ist auch in der Partei halt so weit, dass sie dann noch so andere Themen mit auf die Agenda setzt und mal guckt, was man so machen kann. Dankeschön. Das wird sich dann rausstellen. Ja, dann nächste Frage. Steigt oder sinkt die Zahl Ihrer Parteimitglieder? Ja, es ist schwer, sag ich mal, jetzt zentral zu sagen, weil wir unsere Mitgliederverwaltung auch viel ehrenamtlich machen und das über die Landesverbände. Ja, das heißt, weil sie die genauen Zahlen verhessen. Also ich kann beispielsweise für Niedersachsen sagen, dass wir seit dem NSA Skandal, seit dem großen Überwachungsskandal der Geheimdienste wieder einen Zulauf haben. Zwei Austritte kommen momentan zu Eintritt in Niedersachsen. In Berlin gibt es auch wieder eine kleine Mitgliederquelle, dass wir neue Leute dazu bekommen. Ich glaube, in den anderen Landesverbänden ist das ähnlich. Ich gehe mal stark davon aus, die aktuellen Zahlen kann ich dir aber auch nicht nennen. Ich bin nämlich auch gerade erst draußen gezogen und habe keine Einblicke. Ja, also man kann sagen, bei den Mitgliedern ist es so, also die Piratenpartei gibt es schon seit 2006, wir hatten letztes Jahr Geburtstag und quasi eingeführt. Und wir hatten zwei große Jahre, bei denen wir sehr, sehr viele Mitglieder dazu geholt haben. Zwar einmal 2009, als es eine bundesweite Debatte zu Internetsperren gab und wir als Einzige da knallhart gesagt haben, nicht mit uns. Und dann, die zweite Welle war 2011, als wir in Berlin ins Abgeordnetenhaus eingezogen sind. Da hatten wir auch nochmal einen sehr, sehr starken Mitgliederzuschuss. Das sind so die zwei großen Jahre gewesen, in denen sie das rasant politisch ist. Einmal kurz das Stammtisch verdoppelt wurde. Das ist eigentlich ein konstantes Wachstum. Wir haben in Niedersachsen in den letzten Monaten zwischendurch mal mehr Austritte als Eintritte, aber ich glaube, das ist zum Teil auch normal, dass bei einer neuen Partei vielleicht einige sich erstmal umschauen, dass auch feststellen, die ist halt noch nicht so gut. Aber jetzt, ja, das ist wieder mal so ein gesunden Wachstum, das nicht so ganz explosiv ist wie 2011 oder 2009, aber eben so.